Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan traf sich am Dienstag mit dem russischen Präsident Wladimir Putin. Das erste persönliche Treffen der beiden Staatschefs seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges fand in Teheran statt. Darüber sprechen wir mit dem Politikanalysten Klaus Jürgens. Herr Jürgens, wie wichtig ist die Rolle Türkiyes in der Russland-Ukraine-Krise? Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich würde sagen, die Rolle von Türkei kann gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Türkei macht das, was eigentlich viele andere Länder und Staaten tun sollten, nämlich versuchen, mit Diplomatie auch in schwierigen Zeiten noch den Dialog zwischen verschiedenen Parteien nicht abreißen zu lassen. Das ist Diplomatie 2.0. Jetzt auch selber nach Teheran zu reisen und zum einen mit Iran über wichtige Fragen in Bezug auf Bekämpfung von Terror zu sprechen, gleichzeitig wichtig machen, dass Türkei eine Art Lebensmittelkorridor, würde ich schon fast sagen, werden könnte. Das heißt, auch den Kontakt mit Russland nicht abreißen zu lassen. Und trotzdem, Türkei hat es fertiggebracht. Man schickt Drohnen Richtung Ukraine. Zur selben Zeit ist man gegen Sanktionen gegen Moskau. Und das ist Teil dieses Diplomatieansatzes. Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Präsident Erdogan hat bei dem Treffen gesagt, Türkei wolle, dass sowohl Russland als auch der Iran im Kampf gegen Terrororganisationen an ihrer Seite stehen. Ist die PKK eigentlich nur für Türkei eine Bedrohung? Nein, ganz im Gegenteil. Genau, wenn der Bundesverfassungsschutzbericht zum ersten Mal in Deutschland festgestellt hat, dass es zwar immer noch 14.500 Sympathisanten geben würde, diesmal aber auch 300 Straftaten bei meistens illegalen Manifestationen verbucht wurden und die PKK zum ersten Mal auch als eine Bedrohung für Deutschland dargestellt wird. Türkei macht es genau richtig zu sagen, die PKK ist nicht nur eine Bedrohung für Türkei. Sie bedroht Iran genau wie andere Länder und die Terroristen, die sich zurückgezogen haben, zum Beispiel Richtung Schweden oder auch Richtung Deutschland oder wohin auch immer, ich will jetzt kein Land besonders schlecht machen. Diese Terroristen suchen ein neues Spielfeld, da sie Stück für Stück keine Chance mehr haben, die territoriale und soziale Integrität Türkeis zu zerstören. Also sind sie woanders. Und eines Tages könnte das im Englischen, sagt man so schön, backfiren. Die PKK bedroht Europa genauso wie sie Türkei bedroht. Und sie bedroht Iran zum Beispiel genauso wie sie Türkei bedroht. Und da muss man zusammenarbeiten. Und die Kritik an Türkei, dass man eventuell Richtung Nordsyrien schauen muss, wenn dort Dinge passieren, ist ungerechtfertigt.